Die Aggressivität auf deutschen Straßen nimmt immer mehr zu. Rund 70.000 Unfälle werden jährlich durch Drängelei und Nötigung verursacht. In den letzten 5 Jahren ist die Zahl der schweren Crashs, die durch mangelnden Abstand entstanden sind, um mehr als 15% gestiegen. Cornelia Bauer und Tom Meyer kümmern sich heute um einen solchen Fall. Arnold, 23 von Arnold. Komm, Arnold. Unterer Kommandweg, dort die Unterführung. Andere Ruferin, die verschwitzt, meldet VOP, RTW rollt zur rechten frei. VOP, verstanden. Beim Eintreffen am Unglücksort bietet sich den Beamten ein schreckliches Bild. 2 Kindersitze mitten auf der Fahrbahn lassen Cornelia Bauer und Tom Meyer das Schlimmste befürchten. 50 Minuten. Ich will überholen, du lässt mich nicht überholen. Guten Tag, was passiert? Hallo, die Polizei ist da. Was ist denn hier los? Als wir hier vor Ort eingetroffen sind, haben wir schon gesehen, dass die unfallbeteiligten Parteien miteinander schon heftigst gestritten haben. Wir konnten dann auch schon den Aggressor hier ausgemacht. Das war der Herr, der ja, der Dame hier aufgefahren ist. Wichtig für uns war, die Parteien zu trennen, zumal die Dame, die hier angefahren worden ist, eine Verletzung davon trug. Guten Tag, mein Name ist Meyer. Wie geht es Ihnen? Ich weiß nicht, ich bin ziemlich geschockt und aufgeregt. Und okay, alles klar. Nehmen Sie die Tasche mit und kommen Sie raus aus dem Auto. Ja? Was ist denn mit den Kindersitzen da auf der Fahrbahn? Kindersitze? Sind da. Fehl, oh mein ja. Gott, meine Kindersitze. Kommen Sie raus. Aber da waren keine Kinder drin, oder? Nein. Wir müssen in Urlaub. Sie sind alleine unterwegs. Ja, also die Kindersitze haben nichts. Hören Sie mal, jetzt schreien. Fahren Sie mal runter, gehen Sie runter von der Straße, stellen Sie sich hinter das Auto. Also Tom war jetzt als Erster bei der Verunfallten, die verletzt war. Ich bin eigentlich dazwischen gegangen wegen den Kindersitzen, die auf der Straße lagen. Da habe ich mir große Sorgen drum gemacht. Und ich bin davon ausgegangen, dass noch irgendwelche Kinder durch die Luft geschleudert wurden. Und deswegen bin ich da reingegrätscht. In dem Moment hat es auch nicht viel sagen können, die waren noch zu aufgeregt. Nur eben, dat, wat wichtig war, dass keine Kinder im Spiel waren. Die Frau muss ärztlich behandelt werden. Während sich Tom Meyer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzte kümmert, vernimmt Cornelia Bauer den aggressiven Unfallverursacher. Jetzt mal Ruhe bewahren. Was ist hier passiert? Sie gehören zu welchem Fahrzeug? Zu dem. Okay. Ich fahr 20 Minuten, fahre ich hinterher. Sie fährt die ganze Zeit 40, immer nur 40. Aber nicht nur, dass sie 40 fährt, sie fährt auch noch links. Regen Sie sich jetzt mal ab. Sind Sie verletzt? Nein. Nein, bin ich nicht. Also jetzt werden Sie mal ruhig und dann, ne, so. Du bist nicht gerade unschuldig an der Situation, oder? Ja, ich hab dann rechts, irgendwann kam die Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt überhole ich rechts, habe rechts überholt. Und 20 Minuten fährt sie nur links und in dem Moment, wenn ich rechts überholen, fährt sie rechts. Ja, und warum überholen Sie rechts? Ja, weil sie die ganze Zeit nur links gefahren, ich konnte dann die ganze Zeit nicht überholen. Sie können doch nicht rechts überholen. Ja. Sie wissen schon, dass, wie das hier ich läuft, ne, mit Straßenverkehr. Ja, irgendwann Führerschein gemacht. Okay, apropos Führerschein, geben Sie mir Ihren Führerschein. Ja, genau, Führerschein. Der Unfallverursacher hat es auffällig eilig, den Unglücksort so schnell wie möglich zu verlassen. Für die Beamten ein Zeichen, dass der Mann eventuell etwas zu verbergen hat. Wie sieht das aus? Wir müssen unseren Flieger kriegen. Können wir nicht schon jetzt abhauen? Nein, können wir nicht. Wir können jetzt hier nicht abhauen. Wir, nicht. Wir warten jetzt erstmal hier, bis Dankeschön. Wir alles abgeklärt haben. Jetzt erstmal hier die Frau versorgen. Herr Wolters gab an, als Grund seiner Eile, dass er zum Flughafen wollte. Das heißt, ein bestimmtes Flugzeug wollte er besteigen und dann wollte er in den Urlaub fliegen. Aber das hindert uns natürlich nicht im geringsten daran, unsere Maßnahme irgendwie zu beschleunigen, um dann gegebenenfalls formelle Fehler zu machen oder irgendwelche anderen Fehler, die dann dazu führen, dass unsere Maßnahmen rechtswidrig sind. Da muss der Herr Wolters natürlich vorher nachdenken und vorher aufpassen, dass er keinen Unfall baut. Dann ist alles in Butter. Können Sie mit der Kollegin was, dazu was ist denn passiert? Ich weiß nicht. Ich bin gefahren und ich war so konzentriert auf den Verkehr. Und dann habe ich in den Rückspiegel geguckt und dann kam er da schon wie so ein Gaskranker auf mich zugefahren. Und ich wollte ausweichen und in dem Moment muss er überholt haben. Und der war hinter Ihnen, oder ja, was? Ja, ja. Okay. Und kam auf mich zugefahren. Ich habe mich erschrocken, wollte ausweichen und dann hat das auf einmal geknallt. Warum? Der sagt, Sie sind zu langsam gefahren. Hat das irgendeinen Grund? Zu langsam? Nee, ich war konzentriert. Also eigentlich kann ich mir das nicht erklären. Ja, das wäre nett. Dankeschön. Also für mich war suspekt, dass sie immer wieder betonte, sie hätte sich auf den Verkehr konzentriert. Ich habe sie erst gefragt, ob sie Tabletten eingenommen hat oder irgendwelche ärztliche Versorgung haben müsste deswegen aufgrund dessen.
ja, die Überprüfung ergab, beziehungsweise ihr, als ich ihre Papiere dann bekam, dass sie eigentlich eine Sehhilfe tragen musste während der Fahrt. Und ich habe natürlich darauf angelegt, ihre Handtasche zu sehen. Habe gesagt, geben Sie mir die mal, ich guck mal, was noch alles drin ist. Und da war die Brille auch vorhanden und genau das war der Grund, warum sie so unsicher gefahren ist. Sie müssen eine Brille tragen während der Autofahrt. Ja. 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 Und warum ist die hier drin? Die ist da drinne? Ja, haben Sie die auf? Nein. Waren Sie deswegen so konzentriert? Sie haben nichts gesehen oder was? Was haben Sie für eine Dioptrienzahl? Nur 2. Ach so, ja, nur ist gut. Ja, wir werden die ganze Sache natürlich zur Verkehrsunfallanzeige bringen. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem, oder Sie wird das Problem haben, dass sie die Sehhilfe nicht getragen hat. Im laufenden Verfahren muss ich dann ergeben, ob sie eine Teilschuld auch zugewiesen bekommt. Genau aufgrund dessen, weil hätte sie die Brille angehabt, wäre sie nicht so langsam gefahren und wäre der Unfall vermutlich auch nicht passiert. Hagi, für dich zur Info, Person negativ und ist in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ich checke jetzt gerade, ob das Auto auch auf ihn zugelassen ist. Alkohol oder so? Das will ich jetzt gerade prüfen, weil ich rieche etwas. Die Beamten erreicht ein Funkspruch, der dem Fall eine unvorhersehbare Wendung gibt. Der Unfallverursacher ist ein gesuchter Straftäter. Die mir so ins Ohr schreien. Wer soll sich hier konzentrieren? Gesucht wird nach einem bewaffneten Raubüberfall. Ein grüner Citroën. Der ist Richtung Flughafen wohl unterwegs. Treten Sie zurück! Personenbeschreibung vom Toter folgt. Ist das in Ordnung? Ja. Mittlere Statur, 71,8 Meter, blau geschweiftes T-Shirt, dunkle Hose, helle Turnschuhe. Wie war der Name? Sagen Sie mal, Sie bleiben bei uns. Warum? Noch keine weitere Infos. Wiederhole. Gesucht wird grüner Citroën, Fluchtfahrt Richtung Flughafen. Das sind ja zufällig Sie, ne? Blau, nein, ich bin auf dem Fahrt zum Dings. Sie geben mal ein Fahrzeug. Der Funkspruch beinhaltete eine Meldung, ein Raubüberfall einer Tankstelle und die Beschreibung des Täters und des Fluchtfahrzeugs passte auf die hier anwesende Person, auf den Herrn Wolters und sein Fahrzeug. Wir wussten nicht, was wir als nächstes von ihm zu erwarten haben. Möglicherweise wird er flüchten, möglicherweise wird er aggressiv. Deswegen haben wir ihm präventiv die Handschellen angelegt. Jetzt ist den Beamten klar, warum der Mann so schnell wie möglich das Land verlassen wollte. Im Inneren des Autos stellt Polizeioberkommissar Tom Meyer Beweise und das Diebesgut sicher. Arnold für den 1423. Wir haben den gesuchten Straftäter vermutlich angetroffen. Ich habe eine Schusswaffe aufgefunden. Und jede Menge Bargeld. Die ganze Zeit. Du bist so ein Arsch, weißt du das? Ey, ich wollte das Geld, damit wir endlich einen Urlaub hinlegen. Ich hole das Visier bitte auf. Nee, da hinten rein. Die Beamten ordern einen zweiten Einsatzwagen. Die Beifahrerin gibt an, nichts von dem Überfall zu wissen. Ob das tatsächlich so ist, wird die Befragung auf der Wache zeigen. Ich verstehe das alles nicht. Das kann stimmen, das muss nicht schwimmen. Frau Schmitz, Sie bleiben jedenfalls auch vor Ort. Wir müssen uns auch noch mal mit Ihnen unterhalten. So ein bewaffneter Raubüberfall ist kein Kinderspiel, das sehen Sie wohl auch so. Ja. Dadurch, dass wir erstmal Ihre Aussage auch soweit auf Ihr Alibi überprüfen müssen, bleiben Sie vor Ort, bis unsere Kollegen eintreffen. Frau Schmitz war sichtlich überrascht davon, was ihr Freund hier gemacht haben soll. Sie meinte, sie hat nichts mitbekommen. Sie war zwar mit ihm auf der Tankstelle, aber da hat sie nichts mitbekommen. Gut, da kann man sich sicherlich kontrovers darüber unterhalten, ob man sowas mitkriegt oder nicht. Tatsache ist, dass wir hier einen Verbrechentatbestand haben. Und deswegen bleibt die Frau Schmitz auch vor Ort. Hoffentlich bestätigt sich ihr Alibi. Wenn nicht, dann ist sie natürlich mit dran. Konni, mir ist noch was aufgefallen. Nee, was denn? Noch was? Das Kennzeichen ist manipuliert, ne? Willst du mal schnell gucken? Ja, da habe ich eben schon gesehen. Da war ein B, ne? Oder ja, so. Richtig. Ja. Ist mir in der Hektik hier gerade. Die haben das hier abgeklebt. Das habe ich gesehen, als der Funkspruch kam, aber ja. Urkundenfälschung. Herr Wolters ist natürlich erstmal vorläufig festgenommen. Herr Wolters wird uns zu der Dienststelle begleiten. Dort wird der eingehendst vernommen und an die Kollegen von der Kripo übergeben. Der Tankstellenräuber wird wegen schweren Raubes, Urkundenfälschung und Gefährdung des Straßenverkehrs angeklagt. Die verletzte Frau bekommt eine Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit, weil sie zum Zeitpunkt des Unfalls ihre Brille nicht getragen hat. So, Sie haben erstmal keine Fragen? Nein, okay. Dann erstmal kein Urlaub.